Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der Map Porta Westfalica. Ich bin wieder der Shorty von der Test Area und ich sag euch, das ist heute ein Tag. Da ist es doch tatsächlich jemandem gelungen, von meiner Haupt-E-Mail-Adresse das Passwort zu hacken und ist dadurch an meinen alten eBay-Account rangekommen und hat, um zu testen, ob das auch alles funktioniert, Stifte gekauft. Jetzt war ich die ganze Zeit zugange und müsste erstmal loslegen. Überall neue Passwörter, doppeltes Sicherheitsverfahren. Ich habe bei eBay angerufen. Die haben einen super kompetenten Kundenservice, was da solche Probleme angeht. Ich glaube auch, dass die da schon ziemliche Erfahrung haben bei solchen Aktionen. Auf jeden Fall wurde mir da ziemlich gut geholfen. Virenscan habe ich durchgeführt und. Also ich sage euch, mit der Welt, das geht bergab, das wird immer schlimmer. Was wollen die mit meinem eBay-Account? Nee, 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 nee. Ja, so ist das. Da machst du nichts. So, heute müssen wir die Sonnenblumen auf jeden Fall ernten. Mach mal einen Deckel zu hier. So ist gut. Und da wollen wir mal gucken, was wir nebenbei noch machen können. Ich habe jetzt auch den LKW mit dem Tankanhänger am Laufen über Cosplay, was ja mal ein paar Ladungen Wasser zur Kalkproduktion bringt. Aber auch da, ne, ist es so, dass der nicht so will, wie er soll. Naja. Aber damit können wir leben. Nur greifen wir dann halt einfach ein, ne? Wo ist denn der überhaupt? Ja. Er fährt. Aber wo fährt er? Ich sehe ihn nicht. Ach komm. Den finden wir später schon. So, wir müssen zum Sonnenblumenfeld auf jeden Fall. Naja, den Abfahrer habe ich schon hingeschickt. Autodrive-Abfahrer. Yeah. Ich finde das gut, dass das problemlos und unfallfrei läuft mit Autodrive. Da muss ich mich nicht um den ganzen Krempel kümmern, wenn da immer was passiert. So, hier haben wir noch das ganze Stroh liegen. Zum Stroh habe ich mir gedacht, da werden wir dann jetzt mit zwei Ladewagen arbeiten und das abräumen und bringen das Stroh mal hier zum Kompostmaster. So, erstmal brauchen wir den Kurs. Das ist das Feld 05. 9 Meter kann ja bleiben. So. Erster Weg. Wo ist denn der? Ach da. Stimmt, den hab ich verlegt, damit das einfacher ist. So. Dann kann der nämlich den Spurwechsel auf gerader Strecke machen, also ne, vom Vorgewende. Und nicht in der Kurve. Da kam es ja immer zu Schwierigkeiten. So, wir starten mal den Drescher. Und somit startet auch die Ernte der Sonnenblumen. Das ist gut. Jetzt na, ich wollte gerade sagen, das ist doch 9 Meter, das ist doch, das passt doch. Gut, den Sonnenblumen geht es jetzt schon mal an die Kerne. Dann gucken wir mal den Rest. So, der Fendt ist schon am Feld. Ich habe das schon mal eingestellt. Feld Nummer 3. Abladen beim Kompostmaster. Stroh. Das ist soweit in Ordnung. Hier gehe ich jetzt auf Feldarbeit. Dann suche ich mir von Feld 3 den Kurs, wo er Stroh sammeln kann. Das wären halt Dreschen. 9 Meter.
Ja, da hinten kann man es erkennen. Erster Wegpunkt. Vor Unload und Refill stimmt auch. Abfahrt reinstellen. Ich springe mal raus. Genau. Das ist ein ungleiches Duell hier. Ne? Das sind ein paar PS und Tonnen mehr. Aber das stört mich jetzt nicht. Wir gehen dem einfach aus dem Weg. Ganz, ganz schnell. So. Obwohl, wir können den auch hier hinstellen. Wir machen das nämlich jetzt hier auch wie folgt. Der bekommt denselben Modus. Feld 3. Produktionen am Hof. Den Kompostmaster bitte befüllen mit Stroh. Ach, gibt es hier viele Klamotten. Das ist ja Wahnsinn. So, Stroh. Okay. Dann gehen wir auf Feldarbeit. Wir brauchen Kurs vom Dreschen 9 Meter. Vor Unload Entry 4. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Dann mal hinterher. Hinter dem Fendt. Der sammelt jetzt natürlich schon alles ein. Ganz fleißig. Und das Problem war hier, dass der Drescher mit scharfen Ecken und Kanten gefahren ist. Dementsprechend müssen unsere Ladewagen hier auch rangieren. Seht ihr da, der Fendt? Wer den Fendt nicht kennt, hat die Welt verpennt oder so. So, jetzt ist er wieder auf dem Weg. Das ist schön. Dann arbeitet er sich auch einen guten Vorsprung jetzt raus, denn der Kleine hier muss ja auch wenden. Noch geht er ja im Prinzip leer aus. Aber wenn der Fendt voll ist und das Feld verlässt, wir haben das ja schon mal gesehen, wir machen das ja nicht das erste Mal, dass wir mit zwei Ladewagen hier Stroh sammeln. Diesmal mache ich es nicht, weil ich zwei verschiedene Zielorte habe. Diesmal mache ich es, weil es schneller geht. Mit zwei Ladewagen, als wenn man es nur mit einem macht. So, genau. Hinterher. Jetzt warte ich mal, bis der aufgeschlossen hat. Wie man sieht, der Fendt 936 Vario ist voll. Der fährt jetzt das Stroh ab vom Feld. Und in der Zeit würde hier auf dem Feld halt nichts passieren. Aber deshalb habe ich ja den Valtra jetzt dahinter mit dem anderen Ladewagen. Bisher ist der leer ausgegangen. Gut, ein paar Schnipsel hat er eingesammelt. Oh, der Fendt verlässt jetzt das Feld. Den kann man da hinten am Horizont sehen. So. Und jetzt kommt der Valtra an dem Punkt, wo der Fendt hat aufgehört zu sammeln und fängt da an einzusammeln. Wenn der Fendt gleich wiederkommt, wird er zu der Stelle zurückfahren, wo er aufgehört hat und dann dem Valtra hinterherfahren, auch leer ausgehen bis zu dem Punkt, wo der Valtra mit dem Sammeln aufhört und da halt weiter einsammeln. Und in der Zwischenzeit, wo der halt unterwegs ist, das Stroh wegbringen, ist der zweite Ladewagen zugange mit dem Sammeln. Das heißt, wir sind ungefähr doppelt so schnell mit zwei Ladewagen, als würden wir nur einen benutzen. Das ist schon mal ein Grund. Aber wir müssen die Ladewagen auch noch aufbinden. Ich bin der Meinung, dass es gut ist, möglichst große Ladewagen zu haben auch, damit man nicht so oft pendeln muss und mehr auf einmal transportieren kann. Man kann die Ladewagen ja nicht nur dafür benutzen, um Stroh, Gras etc. einzusammeln. Man kann die auch durchaus als einen Kippanhänger verwenden für bestimmte Sachen. Man kann damit Gras aus dem Lager holen, Stroh aus dem Lager holen, Heu aus dem Lager holen. So, jetzt ist er gleich voll. Dann fährt er auch vom Feld und der Fendt ist immer noch. Der ist unterwegs zum Kompostmaster. Da ist er.
Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Abladen am Kompostmaster funktioniert. Diesel hatten wir dem Kompostmaster ja schon gegönnt. Ich spring mal raus. So. Also Stroh haben wir genug eingelagert. Wir haben, na guck mal, geht doch. Wir haben auch genug Stroh für die Herstellung von Totalmischrationen. Stroh direkt verkaufen bringt nichts. Deshalb werten wir es jetzt auf im Kompostmaster, indem wir aus Stroh Kompost herstellen. Der Verkaufspreis von Kompost ist bedeutend höher als von Stroh. Und später werden wir Kompost auch noch für anderes brauchen. Da läuft doch an. Guck mal, ist doch super. Und das Stroh liegen lassen. Ihr wisst das, meine Einstellung. Wenn ich Stroh untergrubber, kann ich auch Geldscheine auf den Acker schmeißen und die untergrubbern. Kommt aufs Gleiche raus. Stroh macht einen vielleicht nicht reich, aber man verdient mit Stroh Geld. Und wenn es auch nicht viel ist, trotzdem. So, Kompostmaster läuft. 500 Liter Kompost sind schon mal hergestellt. Wir können ja mal vergleichen. Wir gucken mal. Gucken mal nach dem Strohpreis erstmal. Mal sehen. Also ich gehe mal davon aus, das hier ist Stroh. Gras, Heu. Genau, Stroh. Wir bekommen 168 Euro am Strohkraftwerk pro 1000 Liter. Stroh. Und jetzt suchen wir mal Kompost. Müsste ja hier auch aufgeführt sein. Da, Kompost. 1260 Euro. Das ist mal ein Unterschied von 1000 Euro, ne? Pro Liter. Alles, was wir da reinstecken, ist ein bisschen Diesel. Und Diesel stellen wir ja nun weiß Gott genug her. So. Ich würde sagen, ein überzeugendes Argument. Fast 1000 Euro mehr pro 1000 Liter, wenn wir aus Strohkompost machen. Okay, weiter geht's. Also der Waltra war schnell. Der fängt jetzt an, da weiter einzusammeln, wo er aufgehört hat. Und jetzt hängt der Fendt hinterher. Ich finde das immer witzig. Also diese kleinen Duelle und Wettrennen, die da so passieren. Gut. Ich würde sagen, hier auf der Map reichen zwei Ladewagen, auch dicke. Trotzdem werde ich sehen, dass ich da die größeren Ladewagen später zwei Stück von nehme. Das macht mehr Sinn. Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird spannend. Klack. Okay, das ist wieder so eine Cosplay-Sache, ne? Da machst du nichts. Da könnte man höchstens jetzt hier hingehen und sagen, so, Abfahrer anhalten. Aktuell nächstpassenden naheliegenden Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Jetzt haben wir das Problem hier mit dem gelöst. Das ist das hier mit den scharfen Ecken und Kanten. Hätte ich runde Ecken und Kanten genommen, wäre das absolut nicht so passiert. Dafür quält sich der Fendt jetzt da hinten wieder rum. Das ist Cosplay. Ne? Also diese Sache mit scharfen Ecken und Kanten ist natürlich eine Geschichte, wo es dann in den Ecken gründlicher vorangeht. Aber oh, yo. Aber ansonsten, es kostet Zeit und es nervt. Scharfe Ecken und Kanten in Cosplay-Kursen auf dem Feld, nee. Das ist nichts für den Sohn meines Vaters, würde ich mal sagen. Die Sonnenblumenernte läuft reibungslos.
Ne, ich kann mich nur wiederholen, ich bin mittlerweile überzeugt, das Abfahren der Drescher mit Autodrive, ja, es dauert deutlich länger, aber es ist halt unfallfrei. Und wir haben es vorhin wieder gesehen bei den beiden Ladewagen, wie zickig Cosplay sein kann. Von daher ist das in Ordnung. Dann nehme ich mir halt ein bisschen mehr Zeit, lass die Maschine ein bisschen länger arbeiten. Klar kostet auch mehr Lohnkosten, aber A finde ich das mit den Lohnkosten fair, wenn wir schon schummeln und alles automatisieren. Und B, bei dem, was man verdient hier im Landwirtschaftssimulator, ja, also shit, was auf Lohnkosten. Die Leute sollen dann halt bezahlt werden, unsere virtuellen Mitarbeiter. Gut, um mir mal einen Überblick zu verschaffen, werde ich jetzt mal den Messbecher-Anhänger nehmen, wie ich den immer so liebevoll im Hinterkopf habe, also den kleinen. Er hat ein Ladevolumen von 8000 Liter. Da kann man nicht wirklich große Sprünge von machen, also mitmachen, aber für so manche Sachen ist der halt doch nützlich. Ich muss hier nur aufpassen, ja, dass ich dem automatisierten Verkehr nicht in die Quere komme. Die Düngerproduktion. Wir hatten da ja Mist und Gülle hingebracht. Bleibt mal hier stehen. Und 42.197 Liter Dünger. Na, guck an. Guck an. Das ist doch was. Jetzt ist es so, dass die Produktionen so gebaut sind, dass man da auf keinen Fall mit Autodrive rankommt. Mit Cosplay würde es gehen, weil Cosplay auch rückwärts fahren kann. Aber so, Dünger. Wir machen mal 8000 Dünger hier rein. Mit Autodrive geht das halt nicht. Und hey, das ist. Ich muss den Dünger jetzt hier erstmal nur nebenan reinfahren. Na, wir haben schon gesehen. Nee, da nicht. Hier, in die Saatgutproduktion. Da soll das rein. So. Wunderbar. 8000 Liter in die Saatgutproduktion, weil um Saatgut herzustellen brauchen wir auch Dünger und die legt schon los, ne? Wir haben schon 500 Liter Saatgut hergestellt. Warum ich nur 8000 da reinkippe? Ganz einfache Kiste. Ich möchte jetzt erstmal rausfinden, wie weit wir bei der Saatgutproduktion so, mit 8000 Liter Dünger kommen. Da sind 106.253 Liter Weizen drin gewesen. Ja, ich warte mal, bis es umspringt. Jetzt stand ich tatsächlich noch im Weg hier. Na gut. Also, wir haben jetzt 100 Liter Dünger verbraucht, um 1000 Liter Saatgut herzustellen. Das heißt, mit 8000 Liter Dünger kriegen wir 80.000 Liter Saatgut. 80.000 Liter Saatgut. Das ist eine Menge. Okay. Lassen wir es so laufen. Wie viel ist hier? 34.197. Okay. Dann wollen wir mal sehen, dass wir den Rest da vom Dünger rausholen und ins entsprechende Düngersilo packen. Ich weiß noch nicht mal, hatte ich denn hier einen Wegpunkt gesetzt? Mal bei Silos gucken. Silo, Futter, Silage, Getreide, Getreide, Gras, Saatgut und Dünger tatsächlich. Hier ist schon ein Punkt gesetzt. Jetzt mache ich das nicht, indem ich zigtausend Mal mit dem 8000 Liter Dingen hier fahre. Nee, 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 nee. Dafür haben wir anderes. Na toll. 100.000 Liter Stroh gehen hier rein. Dann ist Schluss. Okay, Planänderung. Dann müssen wir da jetzt umdenken. Das machen wir aus. Statt Kompostmaster packen wir Stroh jetzt ins Silo. Er fährt jetzt zu Feld 03, setzt da seine Cosplay-Arbeit fort.
Also der Kompostmaster 100.000 Liter, dann ist Schluss. Hallo. Hier ändere ich das auch. Silos. Das Silo für Gras und Stroh ist das Ziel, bitte. Mal gucken, ob das stimmt. Ob der das macht. Wo willst du jetzt hin? Komm, tell me. Ja. Na? Feld verlassen, den Punkt. Und er fährt jetzt los. Aber wohin? Ja, jetzt wird's spannend. Ja, er wollte wieder zum Kompostmaster. Das macht keinen Sinn. 100.000 Liter passen da nur rein. Das ist immer diese kleinen Fassungsvolumen, ne? Das ist, nee. Nee, nee. Das ist so nicht schön. Okay, jetzt muss ich wieder mit Drehschemel hier versuchen, rückwärts unter das Überladerohr zu kommen. Ich bin da ja immer noch so am Kämpfen. Seht ihr, geht schon wieder los. Geht schon wieder los hier. Jetzt, komm. Und dann stehe ich, wenn ich mich jetzt nicht beeile, auch gleich wieder voll im Weg. Ah, schief ist Englisch, Englisch ist modern, aber wir haben es geschafft. Das Ganze gleich noch einmal. Also ist, ich hätte es auch schöner gefunden, ne? Wenn man da so direkt drunter und so. Aber naja. Was nicht ist, ist nicht. So, den Dünger werde ich jetzt auch hier ins Düngersilo einfüllen, weil da kann dann der Bredallstreuer oder halt die Sämaschine drunter fahren, auffüllen und weiterfahren, seinen Job machen. Ich mache das mit dem Dünger mal eben leer. Das ist der Rest vom Schützenfest an Dünger. Und ich muss euch sagen, das Rückwärtsrangieren mit einem Drehschemel, das geht gerade ganz schön an meine Nerven. ich glaube, ich versuche mir da jetzt mit. Ja, doch. Los, ich schicke dich jetzt mit diesem Drehschemel zum Fahrzeughändler. Wir gucken mal, ob wir nicht einen Anhänger bekommen für diese Rangierarbeiten auf dem Hof, der dazu besser geeignet ist. Die großen Anhänger, die ich besorgt habe für das Abladen auf dem Feld, kann ich nicht benutzen mit dem Unimog. Dafür bräuchte er eine Dreipunktaufnahme mit einer Zapfwelle hinten dran, weil das Abschieber sind. Also muss ich mir einen normalen Kipper besorgen. Naja. Die Sonnenblumenernte ist auch beendet. Der ist sogar leer. Das heißt, das war's jetzt mit unseren ganzen Erntearbeiten. Das ist schon mal gut. Und dann werde ich jetzt mal gucken. Jetzt weiß ich natürlich wieder. Also ich muss das echt mal machen. Mir die Zeit nehmen. Und zwar die Felder einmal umrunden mit Autodrive-Kurseln. So. Du musst erstmal zum Waschplatz. Kriegst du das hin? Werden wir merken, ob man einen Unfall baut. Lass mal nochmal fahren. Gut, jetzt wollen wir mal hier gucken. Ich möchte einen von den beiden Agrolinern jetzt mal verkaufen und gucken, ob ich nicht dann einen anderen Anhänger bekomme, ohne Drehschemel. Denn, ja, ich weiß, das muss man halt so hinnehmen, wie es ist, aber warum soll ich mich denn immer rumärgern und quälen? Was kriegen wir? 19.541. Okay. Dann gucke ich mal, was für Anhänger ich denn alles Schickes habe.
Also das hier ist ja so von den kleinen mein Lieblingsanhänger, aber da passen nur 21.000 Liter rein. Ich brauche halt etwas, ich zeige euch das gerade mal hier. Da benötigt man eine Zapfwelle. Ne? Deshalb ist der schlecht. Was ist mit dir hier? 47.000 Liter. Braucht man für dich eine Zapfwelle? War das jetzt ein Abschieber? War das jetzt ein Kipper? Ich weiß es nicht. Aber der ist auch zu teuer gerade. Ich guck mal weiter hinten. Da sind ja manchmal die Mods. Den nehmen wir auf keinen Fall. Hier. Der hat nämlich 150.000 Liter Volumen. Das wäre geschummelt. Den nehmen wir nicht. Was ist mit dir? 44.000. Ist ein Mod. Da passen 34.000 Liter rein. Der hat keine Zapfwelle. Aber das ist auch die Summe, die wir jetzt gerade eben noch auf dem Konto haben. Ne? Ihr seht schon, das ist schon alles ein bisschen tricky. Das sind die Autolord-Anhänger. Oder der Fliegel. Nee. Nee. Auch nicht. Weiter gucken. Weiter gucken, was habe ich denn noch Schönes an Mods? Ich habe so viele Mods hier. Ne? Ja, ab den Agroliner noch mal als Normalanhänger. So, hier ist auch keine Zapfsäule. 190.000 Liter Fassungsvermögen. Nein, das ist der Road Train. Was ist mit dir? 45.000 Liter Fassungsvermögen. Ah, kostet nur 25.000 Euro. Hat keine Zapfwelle, so wie es aussieht. Nee. Aber ich habe so die Befürchtung. Hast du hinten eine Anhängerkupplung? Nein. Dann kann ich dich auch nicht gebrauchen. Tja, disqualifiziert. Wie viele Anhänger habe ich denn? Strautmann. 21.000. Wie viel passen da rein? 31.000. Aber da braucht wieder eine Zapfwelle. Ach, das ist alles gar nicht. Okay, dann ist das so. Dann müssen wir in den sauren Apfel beißen. Gucken noch mal ganz vorne. Wir nehmen noch mal den Cargoliner für 27.000. Da passen zwar nur 21.000 Liter rein, aber der hat halt eine Anhängerkupplung, dass man den großen Drehschemel-Anhänger mit dranhängen kann, und außerdem können wir uns den jetzt gerade leisten. Jawohl. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich den gar nicht erst verkauft. Aber dieses Rückwärtsrangieren, das ist halt überhaupt nicht so. Ne? Mit Drehschemel. Macht keinen Spaß. So. Holen wir den mal ab. Dann bringen wir den zum Hof. Da können wir nämlich auch den Drehschemel als zweiten Anhänger schwierigkeitslos hinten dranhängen. Schwierigkeitslos. Problemlos. So, dann ist das zwar bunt gemischt, aber hey, Markenvielfalt. Und bei vielen Sachen ist es ja so, die Mischung macht's, ne? Warum klicke ich hier drauf? Ich will den doch zum Hof schicken. Fahr mal. So. Es ist schon eine kleine Katastrophe. Also das Stroh ist komplett eingesammelt. 680.188 Liter Stroh haben wir jetzt auf Reserve. Mein lieber Scholli, also da müssen wir uns was überlegen. Der Kompostmaster fasst leider auch nur 100.000 Liter Stroh. Und der braucht eine Weile, bis er das alles verarbeitet hat. Schade, schade, schade. Aber okay, so ist das nun mal. Die Ernte der Sonnenblumen war ja schon schneller fertig. Zack. Ja, jetzt haben wir wieder alles, um die Produktion von Diesel anzuleiern. Und noch einen kleinen Überschuss, glaube ich. Das ist völlig in Ordnung. Und ich war ja fleißig mit dem Wasserfass unterwegs. Und das Ergebnis ist, ja, hier. 89.000 Liter Kalk steigend.
ist noch ein bisschen Wasser, das verarbeitet werden muss. Ich würde sagen, bis auf Weiteres reicht das. Es ist halt sehr ärgerlich, dass das mit Autodrive irgendwie nicht richtig funktioniert. Ich habe mit einem Zuschauer aus der Community darüber schon philosophiert, könnte man sagen, dem Dirk. Der hatte das gleiche Problem festgestellt und echt viel rumexperimentiert, woran das liegen könnte. Aber naja, so eine richtige Lösung haben wir wohl beide noch nicht dafür gefunden. Was soll's? Es ist, wie es ist. Heute sind wir durch. Ich hoffe, die Probleme mit diesem Trigger, was Wasser angeht, werden jetzt bald auch mal von Autodrive gelöst. Mit Cosplay klappt das gerade auch nicht, muss ich sagen. Der macht da auch Schwierigkeiten, was die Trigger angeht. Aber da ist Cosplay ja für bekannt. Wenn zu viele Trigger in der Nähe sind, dann spinnt er ein bisschen rum. Ja, gut. Für heute war es das aber. Haben wir wieder viel geschafft. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ihr konntet ein bisschen lachen. Ich habe ja auch gelacht. Und was mitnehmen von dem heute. Haben wir heute gelacht? Stimmt. Ich habe drüber gelacht. Ja, doch, also ich hatte was zu lachen, dass man mein eBay-Account gehackt hat. Naja, egal. Ich war bin und bleibt der Shorty von der Test Area und damit für heute raus. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.